Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Das traditionelle Kottenbutteressen vom Heimatbund Lüttringhausen. Ich habe die erste Vorsitzende vom Heimatbund Lüttringhausen bei mir, Christiane Karthaus. Eine Tradition, eine schöne Tradition und wieder gut gefüllt heute. Ja, ganz genau. Also wir sind wieder angenehm überrascht und freuen uns auch sehr, dass wieder so eine Vielzahl von Gästen der Einladung gefolgt sind. Es waren die Politiker anwesend, selbst der Bundestagsabgeordnete Jürgen Hart fand den Weg. Also das hat uns schon sehr gefreut. Wie wichtig ist dieser Austausch mit der Stadtverwaltung, mit der Politik bei so einer Veranstaltung, dass man einfach mal ein bisschen informell miteinander reden kann? Ganz genau, das ist schon wichtig, mal zu sehen, wo gehen die Tendenzen hin. Wir haben ja einige Projekte, die auch kontrovers in der Diskussion stehen, was ja auch in Ordnung ist und auch wichtig ist. Aber es ist immer auch wichtig, oder so sehe ich das jedenfalls, dass man in der Diskussion bleibt, dass man auf der Sachebene bleibt, nie persönlich wird. Und ich denke, im Gespräch kann man auch dann viel bewirken. Eines der wichtigsten Themen hier in Lüttringhausen seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, ist das Thema Eisenstein und Kreisverkehr. Wurde heute auch angesprochen und es gab eine positive Antwort der Stadtverwaltung. Ne? Ganz genau. Also die Stadtverwaltung, 15 Jahre, 20 Jahre gefühlt mindestens, ist das in der Planung. Und ich meine auch im Hinblick auf den Verkehrskollaps, den wir ja dann doch auch hier gerade im Berufsverkehr oft erfahren, muss das Thema jetzt wirklich auf den Tisch und es muss auch angefangen werden. Und da haben wir ja wirklich heute die klare Aussage von unserem technischen Dezernenten Herrn Heinze, dass es in der Planung ist, Gelder sind bereitgestellt und das kann jetzt auf den Weg gehen. Und wir werden ihn darauf festnageln. Genau, und hat er selber gesagt, ne, man kann nächstes Jahr, wenn er dann zurückkommt, kann man ihn darauf festnageln, ne, und dann kann man ihn ja fragen, genau. Hören Sie mal, was ist denn 2020 passiert? Genau, vielleicht fahren wir ja dann auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr schon durch einen Kreisverkehr. Wir schauen. Ein anderes Thema ist Mobilität. Heute wurde das Thema Radwege in Lüttringhausen präsentiert. Ich glaube, mit dem Klimawandel, mit den anderen Themen, die gerade da sind, ein wichtiges Thema. Ganz genau, auch das sieht der Heimatbund. Und wir sehen ja, dass ja auch wie die Radwege, die Balkantrasse oder auch der Radweg in Lennep sehr stark frequentiert und angenommen wird. Und wir sind hier so ausgenommen und da gibt es eben verschiedene Planungen. Und ich denke, auch da sind wir auf ganz gutem Weg und auch da werden wir dranbleiben. Das waren jetzt so ein paar politische Themen, ein paar Infrastrukturthemen, aber der Heimatbund ist ja wesentlich mehr. Ne? Es gibt Lüttringhauser Anzeiger, es gibt einen Kulturkreis, es gibt andere Sachen. Wie wichtig ist das, dass man das auch mal den anderen Leuten, die heute hier zu Gast sind, präsentieren kann, was der Heimatbund eigentlich macht? Ja, genau. Ich hatte ja auch zuvor in meiner Begrüßungsrede eben darauf hingewiesen, dass wir Aufgaben haben. Eben da gehört die Pflege der Kultur. Wichtig ist ja auch, dass wir uns hier für die Denkmalpflege einsetzen. Und in diesem Jahr hatten wir ja auch wieder das Adolf-Klarenbach-Denkmal renoviert, restauriert. Da haben wir auch wieder uns eingebracht, auch durch Spendengelder und dergleichen. Das ist hier und heute vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Wir setzen uns ein oder auch selbst hier dieses Rathausumfeld. Ne, da war wirklich zunächst ein Parkplatz geplant, auch wenn wir jetzt mit unserem Konzept nicht durchgekommen sind. Aber es soll eine Parkanlage entstehen und also ist ja etwas übrig geblieben von dem, was wir wollten. Und das ist auch schon ein schönes Zeichen. Ich glaube, das ist wichtig für den Heimatbund. Auf jeden Fall. Dann macht es auch Spaß, daran zu arbeiten, auch wenn man dann nur kleine Erfolge sieht. Aber das ist einfach schön. Und ich finde auch, so eine Dorfgemeinschaft, Stadtgemeinschaft, die wird ja getragen auch durch gemeinsame Projekte. Und dazu gehören natürlich auch die kulturellen Veranstaltungen, dass man eben vor Ort, dass man nicht in die Großstädte fahren muss, sondern dass man vor Ort auch kleine Highlights erleben darf. Dankeschön, Frau Karthaus, für dieses Gespräch. Also das traditionelle Kottenbutteressen des Heimatbundes Lüttringhausen.